Heute besichtigen wir den kleinen und sehr reizvollen kurfürstlich-königlichen Landsitz Caputh. Das frühbarocke Schloss ist der einzige erhaltene Schlossbau aus der Zeit des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Es entstand um 1660. Der unvergleichliche Fliesensaal entstand 1720. Er diente, ausgestattet mit 7500 holländischen Fliesen, als Sommerspeisesaal. Im Obergeschoss befinden sich die mit kostbarem Mobiliar ausgestatteten Gemächer. In fast allen Räumen blieb die ursprüngliche Deckengestaltung mit Gemälden und Stuckaturen erhalten. Eine kleine Ausstellung zeigt die Restaurierungsarbeiten am Schloss. Das Schloss ist umgeben von einem kleinen Landschaftsgarten. Thank you.